So, Freunde, zum Weißen Haus. Wir fahren zum Weißen Haus. Oh, klasse. Willkommen zurück zu Sam. Für den Fall, dass die Musik zu laut war, willkommen zurück zu Sam & Max. So, wir müssen jetzt Boscos Laden 100 Millionen verschaffen. Auch wenn er es eigentlich nicht verdient hat, weil ich bin mir sicher, der gibt uns eine Flasche Wodka. So. Was machen eigentlich die drei hier und wie alt sind sie überhaupt? Schauen wir mal. Schauen wir mal die Limo-Lause ab. Einmal den da. Laut dem Ding ist Globschi 34. Was? What the fuck? Strolli ist 35. Hey, Strolli! Zum Glück gibt's auch Windeln für Erwachsene, stimmt's? Wenn mir die Leute nicht ständig Limo anbieten würden, bräuchte ich sie nicht. Laut dem Teil ist Brilli 35. Und er trägt immer noch Shorts. Wirklich traurig. Das stimmt. So, das Haushaltsbuch. Hey, sieh mal, Max. Das ist das Budget des Präsidenten. Dir stehen 100 Millionen Dollar zur Verfügung. Eine wunderbar aus der Luft gegriffene, aber praktische Summe. So. Da stand gerade auch dran, for historical sites, also für historische Sehenswürdigkeiten. Jetzt ist also ganz offiziell Boscos Laden. Die Würstchen in Boscos Laden sind jetzt eine Sehenswürdigkeit. Ganz offiziell. Oh, herrlich. Wo geht's hin, Sam? Zu den Würstchen in Boscos Laden. Zurück ins Büro. Ich sitze vorne. Aber Freunde, wofür brauchen wir das Wahrheitsserum überhaupt? Und die arme Sibyl hat jetzt nichts mehr, oder? Ich habe vergessen, Jimmy abzuscannen. Hallo, Genosse Bosco. Hey, Jungs! Ich weiß zwar nicht, wie ihr das geschafft habt, aber ich habe gerade einen dicken Scheck von der Regierung erhalten. Den hast du dir verdient, Bosco. Nicht einfach, Würstchen zu bewahren, die lange vor der Entdeckung des Feuers hergestellt wurden. Ganz zu schweigen von dem Mikrokosmos, der bei dir auf dem Klo wuchert. Wir überlegen im Moment, ob wir es zu einem Naturschutzgebiet erklären sollen. Jetzt kann ich endlich mein Raketenabwehrsystem fertigstellen. Schön. Können wir dann das Wahrheitsserum bekommen? Klar! Moment, ich hole es gerade aus dem Labor. Das ist eine Flasche Wodka. Ja! Hober, es wirkt. Vertraut mir! Nach ein paar Schluck von dem Zeug erzählt euch jeder seine Geheimnisse. Danke, Bosco. Das ist die teuerste Flasche Wodka unseres Lebens, Freunde. Definitiv. Heiligsblechle. So, wir haben jetzt also das Wahrheitsserum. Wie gesagt, ich weiß nicht, wofür wir es brauchen. Ich würde sagen, wir jagen jetzt mal dem Abe Lincoln hinterher. Dafür speichern wir noch vorher. So. Wo geht's hin, Sam? Dem wütenden Lincoln hinterher. Ja! Schwer zu finden, nein, nicht. Man musste nur der Spur an gebrochenen Wahlkampfversprechen folgen. Für eine Verfolgungsjagd war das erstaunlich tiefgründig, Max. Ich habe mich immer schon über Genrekonventionen hinweggesetzt, Sam. Das weiße Haus. Du bist umstellt, ey. Bleib stehen und lass uns die Sache ausdiskutieren. Lincoln macht alles platt. Ziemlich leicht reizbar, der Gute, oder? Lincoln ist das eigentliche Problem hier. Kugeln prallen einfach ab. Er besteht aus Marmor, Max, und wird getrieben von Wut. Meine Knarre ist nicht groß genug, um ihn aufzuhalten. Haben wir ein Inventar? Vielleicht können wir einen Molotov-Cocktail bauen oder sowas. Vielleicht können wir uns das stolpern. In der letzten Folge.
mal kurz Jimmy Zweizahn scannen. Whee! Ich will nicht wissen, wie alt das ist. Hey, warum nicht? Ich wollte gern wissen, wie alt Jimmy Zweizahn ist. Ist hier noch jemand? Nee. Ja, Jimmy. Hey, Jimmy. Verduftet! Wahrheitsserum? Das Wahrheitsserum wirkt nur bei Leuten, die nicht die Wahrheit sagen. Vielleicht ist jetzt ja Krieg, weil Abe Lincoln ausrastet. Möglich wär's. Haben wir nicht irgendwo einen Knopf, wo Krieg draufsteht? Ich glaube, der Lagerraum lässt sich nur in Kriegszeiten öffnen. Ach, immer dieser blöde Frieden. Wir haben doch Krieg. Abraham Lincoln rastet gerade aus. Auf der Urne steht der Name Fluffy. War das nicht der Spitzname von Warren G. Harding? Steht hier was mit Krieg? Oh, klasse! Tag der Erde, Tag des Baumes, Müll. Pascha-Fest. Nee, brauchen wir alles nicht. Ich würde gern zurück. Hallo? Freunde, wie kriegen wir jetzt hier Krieg her? Ich habe keinen Durst. Reicht denn so ein durchgedrehter Linke nicht? Und was machen die drei eigentlich hier? Willkommen zurück, Gouverneur Strolli. Willst du uns nochmal die Auswirkungen von Limosucht zeigen? Nicht witzig! Was willst du vom Präsidenten? Wir sind hier, weil wir eine Lösung für den großen Dakota-Konflikt suchen. Ihr fragt euch, ob es besser ist, mit dem Flugzeug zu verschwinden oder ob man sich lieber umbringen sollte, in der Hoffnung, irgendwo anders wiedergeboren zu werden? Nein! Wir wollen wissen, zu welchem Staat Mount Rushmore gehört. Warum sollte dein Staat Mount Rushmore bekommen? Weil die ihn nur als Tourismusattraktion nutzen wollen. Aber durch meinen Plan werden Leben gerettet. Mount Rushmore wird zu einem Denkmal der Limo-Suchtprävention. Die Leute werden merken, dass sie genau wie Washington, Jefferson, Roosevelt und der andere Typ da ihre Limo-Sucht besiegen können. George Washington war nie Limo-süchtig. Und warum hatte er dann ein Gebiss? Wie ist denn West Dakota entstanden? Wir drei sind gemeinsam zur Governorwahl angetreten. Wir haben uns während des Wahlkampfs so gut verstanden und wir waren so tolle Ex-Fernsehstars, dass wir alle drei gewählt wurden. Dann fiel den Wählern allerdings auf, dass sie für zwei Staaten drei Governors gewählt hatten. Und da fingen die Probleme an. Freunde, ich rieche Krieg. Was waren das für Probleme? Wir haben lange darüber gestritten, wie wir die Staaten aufteilen sollen. Es hätte fast Krieg gegeben. Aber dann haben wir alles gerecht aufgeteilt und festgelegt, dass Mount Rushmore in Süd-Dakota liegen soll. Stimmt doch gar nicht! Du! Ich was? Du! Ach, vergiss es! Wahrheitsserum! Na, lustig? Ja, aber ihr wollt mir doch nicht etwa eine Limo anbieten, oder? Ihr wisst doch, dass ich Limo nicht widerstehen kann. Oh, das würden wir nie tun. Mal sehen. Wir haben Orangenlimo, Cola, Traubenlimo, Zitronenlimo, noch mehr Orangenlimo und Tee. Dann Tee, bitte. Oh Mist, der Tee ist alle. Vielleicht doch eine Limo? Warum tut ihr mir das an? Okay, Freunde. Immer schön trocken bleiben, Wizzy. Passt mal auf, wenn wir Limo mit Wodka mischen. Der arme Strolli. Das Wahrheitsserum wirkt nur bei Leuten, die nicht die Wahrheit sagen. Hey, trinkt er den Wodka pur? Ich glaube eher nicht. Na, wie wäre es mit einem Drink? Es ist eine Limo, oder? Noch mehr Limo. Klar, warum denn nicht? Bosco
Low-Tech-Wodka, wie geil. Was? Strulli! Mann! Das Zeug haut aber rein! Danke, Sam und Max, ihr seid meine besten Freunde. Können wir jetzt wieder zu den Beratungen zurückkommen? Wozu? Du findest Glubschis Idee doch immer noch blöd. Blöd? Du hast mir nie gesagt, dass du meine Idee blöd findest. Er meinte, deine Idee, Herbert Hoover die vier Präsidenten umarmen zu lassen, wäre das Blödeste, was er je gehört hätte. Ist es ja auch. Hoover war ja noch nicht mal Präsident. Von daher war er auch ganz bestimmt nicht der liebenswürdigste aller Präsidenten. Immerhin habe ich nicht vorgeschlagen, ein Parkhaus in George Washingtons Stirn zu bauen, so wie ein bestimmter vieräugiger Freak, den ich kenne. Du Kleiner. Du Großer. Du weißt ja hoffentlich, dass das Krieg bedeutet. Krieg! 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 Oh! What wondrous thing is this, the deaf called Claxon's ring? A flashing light above the door, there's just one thing it could mean. War. Was? Bitte was? Okay. Machen wir das lieber nicht nochmal. Nein. Okay, Freunde, die Musik war wieder ein bisschen leise, leider. Mach mal einen Punkt lauter. Das Problem ist nur, ihr versteht mich nicht mehr, wenn die Musik im Hintergrund so laut ist. Ich werde, glaube ich, diese Szene werde ich rausschneiden und als eigenes Video nochmal veröffentlichen, damit ihr euch das in voller Lautstärke anhören könnt. Also, die Tür zum Lagerraum ist endlich offen. Puh. Dakota. Der Bürgerkrieg zwischen den drei Dakota-Staaten scheint sich auszuweiten, Max. Lass sie doch erstmal die Bestände an Elchen und Minimalls für ein paar Wochen ausdünnen. Dann kümmern wir uns darum. Okay. Offenbar ist Bismarck in die Hände der West-Dakota-Miliz gefallen. Oh nein!
Damit sind die gesamten Reserven des Landes an Schnee und Eis in die Hände der Aufständischen gefallen. Dein Mitgefühl für dein Volk ist wirklich überwältigend, Mr. President. Kekse? Ein Teller mit Keksen. Für den anspruchsvollen General mit Rachegelüsten und einer Schwäche für Süßes. Hey, hier gibt es Auslesekaffee, nur für den Fall, dass einen der Krieg noch nicht nervös genug gemacht hat. Allein hier zu sein, macht mich schon ganz hibbelig. Lass uns irgendwas in die Luft jagen. Ja, das werden wir. Und zwar eine gigantische, durchdrehende Statue. Kriegshandel. Verhaltensregeln für den Kriegsfall. Wählen Sie ein Ziel und starten Sie die Rakete. Mehr steht da nicht. Dann schauen wir doch mal, wen wir alles abschießen können. Sieht wie ein Fernpeilsender für die Antarktis aus. Es ist so friedlich und ruhig dort. Willst du da alles in die Luft jagen? Da fragst du noch? Der Peilsender im Kreml scheint nicht zu funktionieren. Vermutlich wurde er im Zuge von Glasnost abgeschaltet. Ich glaube eher, dieses faule Kommunistenpack hat vergessen, die Batterien zu erneuern. Max, das heißt faules Ex-Kommunistenpack. Die weit entfernte, friedliche Welt Krypton. Ihre perfekte Gesellschaft mit ihren Kristallstätten und den Rabeneltern steht allem entgegen, an das wir glauben. Wir müssen sie vernichten! So. Tja, wer hätte das gedacht? Bosco hatte recht. Die Regierung hat seinen Laden tatsächlich für die atomare Vernichtung vorgesehen. Das gibt's nicht. Es wird ihn sicher freuen, wenn wir ihm das erzählen. Wir sollten das erstmal für uns behalten, Max, okay? Stimmt. Wir wollen ihm ja nicht die Überraschung verderben. Ich muss einfach. Verehrte Kunden, die Regale werden nun geleert. Im Ernst? Der hat ja ein Abwehrsystem, oder? Das gibt's doch nicht. Boscos Raketenabwehrsystem funktioniert tatsächlich. Gut, Bosco. Du bist sicher. Fragt sich nur, wie lange noch. Freunde, wir brauchen die Kamera, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, das war's. Wir brauchen die Kamera. Die ist hinter einem Special-Schild. Special B irgendwas. Okay, das kriegt man hin. Weil, wenn wir die auf Abraham Lincoln richten, können wir den bestimmt abschießen. Oh! Ach, das Periskop. Cool. DEFCON 1. Sieh mal, Max, da im Pool des Weißen Hauses. Das ist Jimmy Zweizahn. Lobbyvertretern erlaube ich öfter, den Pool zu benutzen, Sam. Jimmy ist ein Lobbyvertreter? Was sind denn seine Forderungen? Steuerbefreiung für Käse? Nein, er fordert eine Krankenversicherung für ältere und unterprivilegierte Menschen, Sam. Er ist viel tiefgründiger, als du vermutlich denkst. Okay. Bosco hat recht, die Regierung beobachtet ihn. Wie geil. So. Wir müssen jetzt nur noch den doppelteilten Linken aufhalten. Wo ist die Kamera bei Bosco? Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Ich sitze vorne. Bosco. Es muss irgendein Peilsender oder sowas geben. Wenn wir Bosco hochjagen, jagen wir auch Rainer Segen hoch. Ist der hier draußen vielleicht? Ich glaube nicht. Ah, das ist die Peilsender! Sieh mal da an der Kamera. Das muss der Peilsender für die Interkontinentalraketen sein, die auf Boscos Laden gerichtet sind. Wie war das? Er hat gesagt, das muss das beste Angebot für Babytücher sein, das ich je gesehen habe. Interkontinentalrakete, Freundin. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Also ihr seht schon, diese Folge hat uns wesentlich mehr Zeit gekostet als die letzten. Gut, es gab auch eine Unterbrechung. Wo geht's hin, Sam?
Dem wütenden Linken hinterher. Ja! Es gab auch eine Unterbrechung, weil ich ja das Schild nicht gefunden habe. Aber... Ja, schau mal! Netter Wurf, Max. Wir sollten uns beeilen, bevor der Sünder abfällt. Oder er sich den Rücken abreißt, um den Rest von sich zu retten. Wieso hatten die Boscos Service, null Service-Shop in der Interkontinentalraketenauswahl? Warum? Was hat Bosco nur getan? Oh, Freunde, es ist einfach so gut, ne? Wir sind einfach so gut. So, dadurch. Und dann nur noch Feuer drin. Die Zusammenhänge sind aber auf jeden Fall richtig cool. Bosco baut ein Raketenabwehrsystem in derselben Folge, indem wir ihn mit einer Rakete abschießen. Schon lustig. So, Zielerfassungscomputer. Scheint so, als haftet der Peilsender noch an Lincoln. Das ist ein ziemlich ausgedehnter Wutausbruch, findest du nicht auch, Sam? Wenn er so weitermacht, wird er bis morgen ganz Washington und den Großteil von Baltimore versklavt haben. Du hast recht, Max. Trotzdem sollten wir ihn wohl aufhalten. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Feuer! Mr. President? Aber gern doch! Schnell, lass uns abhauen. Sollten wir das nicht ein wenig feiern? Das dürfen wir nicht verpassen. Okay. Ihr werdet mir gehorchen. Ich bin das mächtigste Präsidentenmonument, das je erschaffen wurde. Ups. Noch mehr Spaß gemacht, als bei der Parade die Tauben mit Abführmittel zu füttern. Wir haben an einem Tag 2 Präsidenten zerstört. Eine persönliche Bestleistung. Tja, damit hätten wir das Land wohl vor der Gefahr der Massenhypnose bewahrt. Was machen wir jetzt? Wie wär's, wenn wir meine Macht missbrauchen, um die Mittelschicht so weit auszupressen, dass sie ihre eigenen Schuhe zum Heizen verfeuern? Das klingt zwar lustig, aber ich dachte eher an schokoladenüberzogene Hotdogs und ein paar Schießübungen im Museum. Sam, du bist mein bester Freund. Oh. Agent Chuckles, Bericht. Statusanfrage Lincoln-Intrige 420-7. Zeitfenster für Statusanfrage abgelaufen. Fehler. 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 Die nächste Folge wird spannend, Freunde. Die war richtig genial, die Folge. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch. Max zum Präsidenten zu machen, schon verdammt gut. Verdammt gut. Und ich glaube, er bleibt jetzt auch Präsident. Also in den nächsten Folgen wird er dann immer mit Mr. President von allen angesprochen. Freunde, wir sehen uns in der 5. Folge von Sam & Max Season 1. Und ich bin schon gespannt, wer hinter diesem G oder diesem G steckt, das der Chuckles im Ohr hatte. Ihr wisst schon, was man gerade noch gesehen hat. Tja, vielen Dank fürs Reinklicken und bis zur nächsten Folge, Freunde. Macht's gut!